Barakallahu fikum, die erste Frage. Diejenigen, die sich lustig gemacht haben über die Religion. Wieso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine Strafe verhängt und warum hat er sie nicht bestraft? Wir wissen nicht, ob er sie bestraft hat oder nicht. Aber wir wissen, dass das in einer Phase von Tashri' war und es kann sein, dass es keine Überlieferung oder kein Befehl gab, dass er das macht. Dazu, barakallahu fikum, die Heuchler, als sie sich, als sie über den Propheten, über Aisha schlecht gesprochen haben, der Prophet hat sie bestraft. Aber warum hat der Prophet einige von Heuchlern nicht getötet? Weil der Prophet sagte, wollt ihr, dass die Leute sagen, Mohammed tötet seine Gefährten? Deshalb hat er das nicht gemacht. Das ist eines. Zweitens, Dhul-Khuwaisir al-Tamimi, als er zum Propheten kam, er hat den Propheten genommen, überlegt euch, ein Mann kommt zum Propheten, vor allem Sahaba, und er nimmt ihn von ihr. Und er sagt ihm, Mohammed, sei gerecht. Diese Verteilung, was du verteilt hast von Beute, war nicht für Allah. Dann sagte der Prophet, wer ist gerechter als ich? Und ich bin derjenige, der die Offenbarung bekommt. Dann sagte Umar, lass mich ihn töten. Der Prophet sagte, nein, lass ihn. Es kommen von seiner Nachkommenschaft Leute, die den Koran lesen und das überquert nicht oder das kommt nicht über ihre Kehlen. Deshalb, barakallahu fik, das hat eine Weisheit, dass sie bleiben, einige Heuchler oder einige von Khawarij. Und später, als Ali ibn Abi Talib gegen sie gekämpft hat, dann hat er gewusst, dass es Dhul-Khuwaisir al-Tamimi und seine Gruppe sind Khawarij. Deshalb, es gibt immer Weisheit, wenn der Prophet etwas macht und etwas bei den anderen nicht macht. Wallahu ta'ala ala wa'ala.